Thema BIM sind wir ein bisschen durch einen Zufall gekommen. In einem persönlichen Meinungsaustausch mit Baumeister Anton Gasteiger haben wir festgestellt, dass es irgendwie eigenartig ist, dass der eine digital plant und der andere dann händisch wieder die Massen ermittelt. Ich bin circa vor 10 Jahren zu BIM gekommen, weil eigentlich seit Anbeginn immer mein Bestreben war, die Gebäude im Computer so modellieren zu können, wie sie gebaut werden. Die Vorteile vom Building Information Modeling sehe ich vor allem darin, dass eine sehr gute Abstimmung zwischen den einzelnen Projektbeteiligten möglich ist. Die Vorteile der BIM-Vorgehensweise konnten wir ganz klar am Projekt Klammstraße in Kufstein erkennen. Dort gab es eine integrale, abgestimmte Planung, was das Bauen wesentlich einfacher gemacht hat. Die Herangehensweise bei diesem Projekt hat natürlich herkömmlich begonnen. Bauherr kam zu mir, ich habe da ein Grundstück, kannst du mir einen Entwurf machen? Der nächste Schritt war, die Werte von der Baubehörde zu ermitteln, welche Größenordnung ist zulässig. Dann geht es aber nicht mehr bei uns, dass man in Excel die Daten eingibt, sondern wir modellieren die Baumassen im Modell, bekommen Grundstücksfläche, bekommen Baumassen, bekommen Auswertungen über Nutzfläche und können dann mit diesen Parametern die erste Kostenschätzung innerhalb von 2-3 Stunden tätigen. Ein wesentlicher Vorteil oder wesentliche Vorteile des in der Gebäudetechnik mit der BIM-Arbeitsweise zu arbeiten, ist sicher dieser, dass man immer am aktuellen Stand arbeitet, auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken wie Architektur, Statiker oder Elektrotechniker Kollisionspunkte und Überschneidungen sofort erkennen zu können. Ein Riesenvorteil ist, dass man immer das gesamte Modell im Auge hat und nicht nur einzelne Gewerke oder Teile von Gewerken. Wir arbeiten mit Revit von Autodesk in allen Fachdisziplinen und können damit unsere Modelle sehr gut aufbauen. Das Projekt Klammstraße haben wir uns vorbereitet, indem ich berufsbegleitend einen Monat lang einen Kurs besucht habe. Und das sind jetzt die Grundzüge des Programmes und der BIM-Arbeitsweise näher gebracht worden. Die Mitarbeiter wurden natürlich entsprechend eingeschult, sowohl in die ganze Technologie als auch in die Art der gemeinsamen Zusammenarbeit. Man muss ja hier sehr diszipliniert vorgehen, damit man auch die gemeinsame Sprache spricht, um ein gemeinsames Modell aufbauen zu können. Ein Unterschied, der mir beim Umstieg von AutoCAD MEB zu Revit MEB besonders aufgefallen ist, dass man mit Revit eigentlich so plant, wie man dann später baut. Aus meiner Erfahrung muss das I von Building Information Modeling gelebt werden. Wir müssen die Informationen aufbereiten und allen Projektbeteiligten uneingeschränkt zur Verfügung stellen, damit jeder seinen vielfach Nutzen aus diesen Daten ziehen kann. Also aus dem MEB können wir eine Menge von Massen herauslesen. Wir haben Schalt- und Steckgeräte, Leuchten, können wir beliebig filtern nach Typen, nach Höhen, nach Farben, Formen. Ein zusätzlicher Vorteil liegt sicher in der Abrechnung und Massenermittlung, da man anhand dieses 3D-Modells die Massen von Lüftungskanälen, Wasserleitungen, Abflussleitungen tatsächlich zur Verfügung hat. Für uns war es ein großer Vorteil, dass die Abrechnung über das Modell erledigt wurde. Das hat uns sehr viel Aufwand gespart und wir kamen zu exakten Massen, auf die wir uns hundertprozentig verlassen konnten. Also für mich war das Projekt Klammstraße das Startprojekt in der BIM-Arbeitsweise bzw. Arbeit mit Revit. Und ich werde sicher diese Arbeitsweise in unserem Team weiter verfolgen, weiterentwickeln, da ich persönlich überzeugt bin, dass das die Zukunft der Planung sein wird. Ich bin überzeugt vom Building Information Modeling. Ich glaube, dass das eine sehr gute Methode ist, um die zunehmende Komplexität, mit der wir am Bau konfrontiert sind, gut in den Griff zu bekommen. Ich stehe voll hinter Building Information Modeling. Für mich hat die Zukunft schlechthin schon längst begonnen und aus unseren Kunden sehe ich, dass sie diese Arbeits- und Denkweise, die integrale Planung voll umsetzen wollen,